Der ist so friedlich. Ich hab's gerade gemerkt. Jetzt ist er nicht mehr friedlich. Nee, das ist was anderes. Das ist ein anderer. Eure Entscheidung. Wir brauchen die XP. Bei dir fallen die wieder mit. Alter! Aber das sieht man schon. Aber das sieht man schon wieder, ne? Überall, wo Crimson mit dabei ist, ne? Wenn da ein Loch ist, ist der Absturz. Ich meine, das ist jetzt nicht als die Nichtraptor in die Lava rollen, oder? Nee, das hat nicht gezählt. Ja. Entscheidet euch. Mir ist eigentlich voll schon Wumpe. Ja, mir auch. Entscheide du. Wer, ich? Wer sonst? Wer könnte ja jetzt Brinkson und Der meldet sich bestimmt nochmal. Torkel ist eigentlich nicht so nachtragend. Warte mal, wo. Ach, siehst du, das musst du jetzt an schwarze Brett abgeben. Nee, hier. Ach. Ach, darf ich den ganzen Weg wieder zurücklaufen, ey? Warte, ich kann. Nee, geht ja nicht. Was? Okay. Hast du noch dieselbe Idee gehabt? Einfach ein Fahrzeug hier spawnen und dann kann er sich dahin teleportieren? Ja, er kann ja nicht von da aus. Aber du kannst eigentlich auch da bleiben. Wir müssen gleich gehen. Oh, jetzt bin ich auf dem halben Weg wieder zurück, Mann! Ah nee, doch, du musst doch zurückkommen. So. Okay, ich platziere mal dieses ja. Lichtwert-Dingens. Wir geben ein tolles Team ab. Abgesehen davon, dass ich gar nichts tue. Richtig. Alle haben Spaß mit ihren Laserwaffen und ich sitze hier nur um euch alle Sachen in die Luft. Mein Leben ist scheiße. Ach, woher? Oh, die Leute stehen auf Explosionen. Das sagst du doch nur so. Die Leute wollen Laser, keine Explosionen. Nein, ich stehe wirklich auf Explosionen. Du bist klasse. Wirklich? Das ist mir sympathisch. Willst du mit mir gehen? Sorry, ich stehe nicht auf Kerle. Nein! Freundschaftszone! Erzählt es wieder die Sache mit dem Lichtreaktor nichts herum? Dann möchte ich mal klarstellen, dass ich damals in einem tiefen Loch steckte. Ich weiß jetzt, dass die Freundschaftszone ein imaginärer, frauenfeindlicher Ansatz für eine Beziehung ist. Versteht ihr, was ich meine? Bitte zisch ab, Talk. Okay, aus! Sei! Hey, jetzt kannst du es am schwarzen Brett abholen. Und geh ihn umarmen. Bis gleich. Webby, dein schwarzes Brett. Hm? Hm? Reisender? Hm? Los, Reisender. Laser und Explosion, diese Sache hatte wirklich nur Schönes. Was? Schöne Waffe. Oh, die Munitionswaffe ist weg. Hm. Wer jetzt dann? Was behält man? Einer ist da. So. Ich bin ausgetrocknet wie ein. Jawohl. Das Prozess müsste man sich eigentlich gleich wieder wegschmeißen, ey. Okay, ja. Das sieht ja mal echt geil aus. Psst. Hey. Huh, hallo, Kniefall. Ich hab den Job, wenn du kurz Zeit hast. Elektro-Tot. Nicht Titte, tot. Also.
Also, ich habe einen Teil von meinen Sachen in einen Safe gesteckt, um sie vor Deadlift zu schützen. Jetzt, wo er tot ist, wirst du den Safe für mich öffnen. Hier, folge mir! Ich brauche neues Werkzeug. Ja, das ist schön. Keiner zu Hause. Öffne einfach die Kiste und du hast einen Nova-Schild. Cool. Oh, fehlt einer von jedem. Oh. Wir sind alle wild. Ja. Blitzartig, Schock nur. Ist da eins mit Eis bei? Nein, alles Elektro. Dann öffnest du ihn eben auf die witzige Art. Der Schild ist dein Dietrich. Ach, so. Da. So. Ich hab meinen auch geholt. Warum erfinden wir nicht ein Wort, das ich auf Orange? Du hast aber noch den anderen noch mitgenommen, oder? Nein, ich hab auch eins. Achso. Das ist jetzt, brauchen wir eigentlich nur für die Mission, dass jeder eins hatte. Halt, nein, stopp. Nein. Stopp, warte. Ich hab Equips nicht mit. Warte. Ich fahr auch bei dir mit. So. Ich frag dich mal, warum. Ja, kein Spruch. Kein Spruch? Was ist denn da los? Ups. Doink. Oh, schade. Klaut er mein Auto? Komm her. So. War klar. Oh. Muss sein. Ja, natürlich. Tradition. So. Achso. So, ich probier mal was. Oh boy. Ich fahr doch mal weg. Ich schau gern zu. Okay, warte. Ja, warte, ich musste erstmal. Drehen. Ja, das hat schon mal funktioniert. Hallo! Ich bin nicht tot! Ich bin nicht tot! Beweg dich nicht! Hallo! Ich schaff das! Tötet! Schaff das! Nein! Das hat man davon, wenn Quipsline hilft! Ja, du bist einfach losgefahren, die Granate ist nicht mehr bei dir angekommen! Jetzt sind wir alle mal mit dem Auto gestorben. Fertig. Ich will nichts mehr hören. So eine super Pappel. Oh, du hast doch wieder. Ach nee, das sah wahrscheinlich wirklich bloß. Nee, also auch innerhalb von Gebäuden hattest du diese grün-orange. Entweder sind jetzt das Licht hier in der Mondatmosphäre? Nee, ich glaube, das ist echt Standard. Ich weiß es nicht. Aber wir sind ja bald an der nächsten Station, wo wir uns umziehen können, und dann fixe ich das. Okay. Das geht ja so schließlich nicht. Wie sie wieder vorauslaufen, ohne auf mich zu warten. Ist ja ekelhaft. Entschuldigung, wir fahren. Wir laufen noch nicht. Boah, ich gehe mal ganz zurück und mache eine Schnellreise. Yes,
Rückendeckung. Huch. So. Fahr ordentlich. Bitte. Wo ich überhaupt bin. Hey, Ey, oh. Müssen wir hier aussteigen oder? Ja, ja. Okay. Ich hätte hier noch einen Vertrag. Jack oder soll ich? Muss ich mir erstmal durch. Au. Aber wir müssen nämlich auf die Vorteile verzichten. Richtig. Bis zum nächsten freitourig Auto. Ist ja gut, den kann man nicht hören. Was? Medikits, oder schmecken die roten nochmal? Achso. Hier sind wir. Ui, was ist das? Au! Ah, Mustein. Yay! Schon so viel? Ja, ja, weil wir ja... Ja, also... Groß gekostet. Ja, oh, hier, noch eine. Ne? 33 Stück können, lassen sie bestimmt erstmal nicht verachten. Ja. Sobald wir sowas ähnliches wie Crazy Earl gefunden haben. Falls das nicht selber ist. Hm. Würdest du von irgendwem außer dem Original Crazy Earl gefunden? Ich glaub, die Frage erübrigt sich, ne? Wird doch alles Faker. Kauf doch keinen Ramsch. Huch. Hä? Okay, bei mir leckt's gerade irgendwie hin und wieder so ein bisschen. Also Reaktionszeit ist ein bisschen. Ach so, mit Sauerstoff. Nee, ja, nee, deswegen. Oder so Huch? Hä? Und da Kleppi ja keinen Sauerstoff braucht, ist das geschafft. Ja, dann mache ich das doch immer gerne. Bei mir ruckelt's gerade so ein bisschen. Dann warte kurz ab. Ja. Okay, bei mir zuckelt alles. Eieieiei. Ja, du zuckst so ein bisschen manchmal. Ja, huch, Alter! Legst nach vorne. Bewege mich gar nicht, vielleicht. Ich bewege mich gerade überhaupt nicht. Na komm, Sterb, Mondwichser. Als Herausforderung. Bräuchte ich noch $4, dann habe ich 1337. Mhm. Das lässt sich doch machen. Der Sauer, ich auf, ich ersticke. In deiner Nähe müssten sich ein paar Sicherheitseinrichtungen befinden. Die musst du alle gleichzeitig deaktivieren, um den Safe zu knacken. Das war nicht geplant. Du warst nicht geplant. Oh. Ja, siehst mal, wie das ist, ne? Wenn man so einen Gag macht. Yes! Yes! 1337. Bin ich froh, dass ich das nicht versaut habe. Esser, hä? Mann, ey. Danach muss ich mir aber die Hände waschen. Finger weg vom Gesicht! Es könnte explodieren. Ich glaube nicht. Hä, sind
richtig so super. Nee, so Finger weg vom Gesicht, es könnte explodieren. Und bei mir hat er eben gesagt, zur Bank mache ich später bestimmt mit dir rum. It's a party of three. Schild, den du von mir bekommen hast, müsste alle Sicherheitseinrichtungen deaktivieren, wenn er ausgelöst wird. Sobald der Schild leer ist, wird die Nova gezündet. Ach so, das Schild muss leer werden. Heißt, wir dürfen die Gegner nicht killen, sondern es muss sich das Schild entladen. Geht nicht durch Arschbombe, sondern wir müssen quasi erst wieder ein paar Gegner hier anlocken. Ach, ich kann aber auch hier reinrennen, das geht auch. Ach, jetzt sind es nur drei, verdammt. Ja. Sorge einfach dafür, dass du in der Nähe der Verteilerkästen verletzt wirst. Trampel auf eine Granate. Lass dich anschießen. Hau dir selber eine rein. Letzteres geht natürlich nicht. Ja. Du kannst dich später bei mir bedanken. Das ist schwierig, auf der richtigen Stelle zu stehen. Wieso? Oh nein, ich hab zwar ein Virus, aber nicht Corona. Gleich nochmal! Das war's. Alles, was du darin findest, gehört dir. Abzüglich meines Finderlohns natürlich. Bitch, please. Das Passwort lautet für Steph. Ich wollte das noch vorlesen. Vielleicht hätte ich mein Passwort nicht im Safe aufbewahren sollen. Dumm von mir. Egal, komm einfach zurück. Ich wollte euch vorlesen. Jupp! Mögt ihr müde und erfroren stecken? Kommen wir vom Wagen in mein Wagen! Come on, let's go, what do you have on it? Hey, mir piekst da was in den Hintern. Lass uns die Plätze tauschen. Was? Oh, Alter! Im Tauschmanöver. Fall, mir piekst da was in den Hintern. Kann ich deinen Sitz haben in dem Moment von hinten? Zack. Du wirst so höflich gefragt. Hui! Nailed it. Ich bin stolz. Ja, wir sind noch lernfähig. Hab dich gerade gesehen. Alter, was? Huch, was war das denn? Weil wir zu dicht aneinander spawnen. Ja, ich war. Wir wollen kuscheln. Nicht mal oben drauf, sondern. Unten drunter fahren wolltet. Ja, bei mir war mal. In der Aufnahme, musst du ja dann sehen, Crimson. Ein bisschen außerhalb der Map. Na, bei mir waren wir ganz cool innerhalb der Map. Tja. Nur halt ein bisschen. Huch, sag mal, was ist denn hier los? Wer baut denn hier die Straßen? Deal voll schlimm. Alter! Oh, jetzt leckt's schon wieder. Was ist das schon los? Können wir die Plätze tauschen? Nee, jetzt auch nicht mehr. Super. Alter, ich will gerade aussteigen, du Idiot. Man könnte aber nicht mehr auspacken. Boah, Alter. Ich glaube, ich muss dann nachher mal neu starten. So, hallo. Klopf dir selbst auf die Schulter für deine kreative Problemlösungsstrategie. Oh, 5 Mondsteine. Für Steph. Kaum zu glauben, dass ich das vergessen habe. Er hat mir jetzt einfach das Ding weggeklickt. Was? Ich nicht. Was? Ich hab nichts gemacht. Oh ja, Jenny, bist ganz cool da so in der Ecke mit dem Fuß im Boden. Hey, cooler als Roland, der sich wieder cool auf den Schreibtisch gesetzt hat, als Brick ankam. Da ist doch die Hupe. Was? Ihr klingt aber auch draußen scheiße. komm, wir sind im Vakuum nach wie vor, toll. Ja, was los? Ich bin wieder festgefahren. Ja. Das wollte ich jetzt nicht, aber... Na gut. Hat wohl funktioniert. Destruct.
Alter. Ruckel, ruckel. Na dann, nach euch. Nee, du fährst vor. Ich trau der Landschaft hier nicht. Ja, er kennt den Weg nicht. Was auch stimmt. Boah, Alter. Hey, lass uns tauchen. Yes, was du hörst nach einer Bruchlandung. Willst du den Platz mit mir tauschen? Huch! Hä? Wo bin ich denn? Okay, ich glaube, nachher muss ich nochmal neu starten. Okay. Da druckelt und zuckelt bei mir, das ist ja ekelhaft. Da hast du gleich eine gute Gelegenheit zu, würde ich sagen. Ja. Besser. Alter Sau. Willkommen in Concordia, ein Drecksloch, wie es im Buche steht. Such einen Kerl namens Huckster, Ex-Hyperion-Mann. Er hat hier das Sagen. Guten Tag. Hallo. Ach Gott, ich kann Stufen steigen. Die sind behindert. Die sind behindertenfreundlich. Gut, du hast Profil, ne? Mehr als du. Sag mir das ins Gesicht und hoffe, dass es nicht explodiert. Ein Medikit ist noch da. Ich glaube, so schnell geht das nicht mit deinem Gesicht. Solange keiner versucht, es abzureißen. Siehst du hier die erste, die gleich wieder die Mülltonnen durchsucht? Ich muss echt nochmal ins Audio-Menü, das ist viel zu laut. Aristokratin, aber im Müll wühlen. Ach! Das klang sehr verachtet. Gib ihm deine Papiere! Je suis désolé. Ich habe meine Papiere in meinem anderen fabelhaften Mantel. Das ist ein Verstoß gegen das interstellare verbale Moralitätsstatut. Das gibt eine Verwarnung. Was steht drauf? Du verstehst nicht. Als Angehörige der Bourgeoisie spreche ich eine Vielzahl von Sprachen. Oh, du kriegst gleich noch eine. Ich liebe Regeln. Sie geben mir Macht. Für einen Verstoß gegen das interstellare Raum Moralität. Hör auf, den Zettel zu bewegen, ich kann nicht lesen. Moralita. Bad. Zolltrap. Das ist Cop Trap. Custom Trap. Ja, ja. Zoll. Ja. Ja. Oh, ist der Automat noch kaputt? Ja. Komm, wir gehen uns unsere fünfte Verwarnung abholen. Ich liebe siebte Verwarnungen. Nice, achte Verwarnung. Schwer ab. Hä? Du lebst noch? Hä? Was? Ja, das ist Concordia, der mächtigste Weltraumhafen auf Elpis. Schade, dass du es wegen deiner vielen Verwarnungen nur von einer Zelle aussehen wirst. Nur wegen meiner 19 Verwarnungen? Gib ihm das Orbatron. Das wird echt schräg. Nur, dass du es weißt. Erstmal alles mitnehmen, was hier nicht und leicht ist. Ist verdammte Scheiße! Wir sind so fett! Was haben wir denn hier? Command Level, bla bla bla. ja, ich verstehe kein Wort. Und hier rollen die Credits von Portal 1 durch. Was? Sieht bald so aus. Sitzt meine Frisur? Sitzt meine? Uncheck, wenn ich so fett. Was? Ich habe eben das Fett von dem Arsch absaugen lassen. Oh, super. Er betrachte dich als klar zur Dekontamination. Ich hab ja gesagt, du kommst da rein. Jetzt sieh zu, wo du bleibst. Guck mich nicht an, Bruder.
Pöbel geht vor. Willkommen, neuer Bürger. Ach, je. Du hast ja meinen Befehlen. Prinzessin Lea hat sich aber echt gehen lassen. Gestell dich auf Dekontaminationspad. Nicht bewegen, wenn Strahl kommt. That's what she said. Ich müsste echt bald doch mal neu starten. Bei mir war die Titelkarte jedes Mal so abgeblendet und nochmal rein und ab. Oh je. Dann start doch jetzt neu. Was? Dann start doch jetzt neu. Ja, mach ich mal. Hi. 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 Hey, Brofist. Hä? Stand da vorhin nicht ein Typ? Oh. So, wer möchte duschen gehen? Ich glaube, wir müssen alle rein. Yay, Gruppendusche! Oh Gott. Komm rein! Einer muss ja filmen. Was? Nicht bewegen. Was ist denn jetzt? Du bewegt! Komm in Klinik, dumme Lapuschka! Ich, Schwester Nina, du brauchst Medizin. Du kommst zu mir. Aber nur wenn Ärzt. Schwester Nina hasst große Babys. Außer echte Babys, die Schwester Nina liebt. Du verletzt. Hier, nehmen. Gesundheit jetzt. Gut, du besser. Wenn wieder verletzt, du kaufst Arznei an Automat. Also du gesund. Geh. Geh. Da. Wenn du ein Wort denkst, da. Da. Oh. Ah, ich muss wahrscheinlich noch mal hier was einstellen. Der Kerl, den du finden musst, nennt sich selbst Bürriff. Wie ein Bürgermeister und Sheriff. Oh, völlig bescheuert. Aber er könnte wissen, wie wir das lassen. Der Typ bezieht immer noch eine fette Betriebsrente von Hyperion. Von meiner Abteilung. Ich bin praktisch sein Boss. Er ist sozusagen schon im Team. Jenny hat hier tatsächlich auch einen Laden. Shift Code Central. Das Vacancy Hotel. So, jetzt könnt ihr euch umgucken. Oha.